Sie nannten es Amgarak, den Sieg, aus Arroganz oder Optimismus. Sie hatten gehofft, durch Carradines Forschungen einen Sieg für die Zwerge erringen zu können. Aber der Teig ging verloren. Genau wie die Forscher. Die tiefen Wege haben Amgarak und den Traum von unserer einstigen Größe verschlungen. Während die dunkle Brut an der Oberfläche wütete, haben wir eine Expedition zu dem Teig entsandt. Mein Bruder gehörte ihr an. Niemand kam zurück. Ich wende mich an euch, Wächter, weil ihr Dinge geschafft habt, die andere für unmöglich hielten. Helft mir, meinen Bruder zu finden und nach Hause zu bringen. Ich kann in dieser Angelegenheit niemandem außer euch vertrauen. Euer ergebenster Diener, Jarik Dayes. Ich danke euch erneut für eure Hilfe, Wächter. Alle anderen hatten aufgegeben, aber ich konnte Brogan nicht im Stich lassen. Er ist mein Bruder. Verzeiht, dass ich darauf bestanden habe, dass ihr allein kommt. Das Haus Dayes möchte nicht, dass der Rest Orsamas erfährt, wo sich Amgarak befindet. Das Haus Dayes hat viele Männer geopfert, um diesen Ort zu finden. Jegliches Wissen, das wir hier aufspüren, sollte uns gehören und allein nach unseren Vorstellungen verwendet werden. Meine Hauptsorge gilt natürlich Brogan. Aber Amgarak birgt auch Geheimnisse. Gewaltige Geheimnisse. König Balin meinte, ich sollte mich an euch wenden. Er sagte, wenn jemand Brogan retten kann, dann ihr. Eine Expedition aus mehr als 20 Männern verschwindet nicht einfach. Irgendetwas ist dort drin. Und ich fürchte, es ist nicht besonders freundlich. Ich glaube nicht, dass wir größere Probleme mit Dunkler Brut bekommen werden. Unsere Späher haben sie zwar in der Nähe von Amgarak gesehen, aber sie hat nicht angegriffen, nur beobachtet. Es ist nicht mehr weit bis Amgarak. Das ist Snark. Er wird uns helfen. Dieser Ort hat etwas an sich, das mich beunruhigt. Männer sind ganz bestimmt nicht einer derart geringen Zahl der dunklen Brut zum Opfer gefallen. Hier lauert etwas Unheimlicheres. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Das ist nicht richtig. Yeah.
verändert sich. Ein Golem. Wir müssen ganz in der Nähe von Amgarak sein. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Das ist einer von Carradins Golems. Aber er wurde verändert. Sie müssen in Amgarak mit vorhandenen Golems experimentiert haben. Vielleicht haben sie sogar das Geheimnis ergründet, wie man neue erschafft. Ich frage mich, ob dieser Golem noch funktioniert. Vielleicht ist hier ja irgendwo ein Kontrollstab. Aber selbstverständlich. Eine große Hilfe sein. Gehen wir. Wohin sie gegangen sind? Hier ist jemand. Ich beginne seltsam Dinge zu sehen. Ich fühle mich hier unwohl, Wächter. In Panik. Aber vor was? Was auch immer in Amgarak vor sich geht, hat etwas hiermit zu tun. Vermutlich ist es sogar die Ursache. Einer der Männer, die an der Expedition beteiligt waren. Was geht hier vor?
Das ist das Tor nach Amgarak. Wir haben es geschafft. Was zum... Was für eine Art von Magie ist das? Verdammt, wir müssen einen anderen Ausgang finden. Bleibt wachsam. Wir haben hier Dutzende Männer verloren und ich bin nicht begierig darauf, diese Zahl noch zu erhöhen.